letzten Vorbereitungen zu Grenzland, eine Gemeinschaftsproduktion vom Theater Rosenheim und dem Stadttheater Kufstein am Campus der Fachhochschule Freilicht, also Open Air. Und damit machen wir Ihnen Lust auf Kufstein und Lust auf Theater herzlich willkommen. In Kürze mehr zum Stück, jetzt aber ganz ein anderes Thema. Auch heuer hat das Schwimmfest der Kufsteiner Schulen wieder stattgefunden. Die Temperaturen, die waren ziemlich herbstlich, aber trotzdem sind sehr viele Schwimmbegeisterte gekommen, um sich zu messen. Kufsteins Schulen luden in Zusammenarbeit mit der Stadt Kufstein sowie der Sportunion zum alljährlichen Schwimmfest. Eine Riesenteilnahme, das erste Mal knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir sind stolz drauf und es ist toll, dass die Schulen alle mitmachen. Es wird jahrgangsmäßig gestartet und so bekommt ja jeder Jahrgang drei Pokale, erster, zweiter, dritter. Und dieses Jahr das erste Mal eine Süßigkeit dazu. Ihr seid auch schon geschwommen, oder? Ja. Ja. Du auch? Ja. Und wie war's? Ja, toll schon, dass man dabei beim so einem richtigen Wettbewerb dabei ist. Hat man, aber da ist es auch ein bisschen traurig, dann, wenn man jetzt nicht auch schon auf die ersten drei Plätze kommt. Ja, aber dabei war's, oder? Toll war's. Ja, eben super. Ja. Und wenn's dir taugt? Ja, gut. Du bist gerade geschwommen, oder? Ja. Und wie war's? Toll war's. Ja. Siehst du, die Freundin dort die gleich ruppeln. Ja, super. Ja. Tust du trainieren auch? Nein, nicht? Eigentlich nicht. Hast du eine gute Zeit gehabt? Hab nicht nachgefragt. Ja. Aber dabei sein ist alles, oder? Ja. Und war euch nicht zu kalt? Nein. Also ich bin schnell geschwommen, zumindest bis mir viel gekommen ist. Mir war gar nicht mehr kalt. Und dir? Doch, der Nico hat mich eingeholt und es war dann voll kalt. Weißt du schon, welchen Platz das hast? Die hat zweiter, hat meine Lehrerin, meine Lehrerin hat gesagt, dass wir glauben alle, dass ich zweiter geworden bin. Ja super, oder? War das kalt auch? Nein, noch gar nicht. Natürlich gibt es Pokale für die Besten der Besten, obwohl diesmal alle Gewinner waren bei diesen eisigen Temperaturen. Für die Produktionsleitung bei Grenzland verantwortlich ist Hildegard Reitberger. Frau Reitberger, eine neue Location zum ersten Mal in Kufstein hier am Campus der Fachhochschule. Ja, das war also besonders spannend, die Premiere, weil wir hier zum ersten Mal gespielt haben. Und ich muss sagen, das Publikum war nicht nur von unserem Spiel, sondern auch von diesem neuen Platz begeistert. Waren Sie ein bisschen nervös? Natürlich waren wir nervös, weil wir nicht gewusst haben, wie sind die Nebengeräusche. Aber es war relativ ruhig an diesem Abend. Und ich möchte mich natürlich ganz besonders bei der Fachhochschule bedanken, dass es uns ermöglicht wurde, dass wir hier spielen können. Und mehr zu Grenzland nach dem Lust auf Kufstein Newsticker. Im Bürgersaal des Kufsteiner Rathauses wurden die besten Hauptschüler der vierten Klassen geehrt. 22 Schülerinnen und Schüler aus Kufstein sowie den Sprengelgemeinden Schwoich und Thiersee haben durch ihre Leistung überzeugt. Es ist ein besonderer Lebensabschnitt, den sie jetzt beenden, aber auch in eine große Zukunft gehen, glaube ich. Sie haben mit sehr viel Fleiß, Geduld, Energie und Aufwand dieses Schuljahr vollendet, haben mit Auszeichnungen und guten Erfolgen das beendet und das gehört gewürdigt. Aus den Sprengelgemeinden Schwoich und Thiersee sind sogar die Bürgermeister so wie auch unser Bürgermeister. Und es zeigt schon, dass wir sehr stolz auf unsere Jugendlichen sind. Auch Tirol TV gratuliert herzlich und wünscht viel Erfolg für den neuen Lebensabschnitt. Mit einem Sommerfest im Kufsteiner Stadtpark verabschiedet sich die Landesmusikschule Kufstein und Umgebung in die Sommerferien. Auf drei Bühnen, zwei im Stadtpark und einer in der FH Kufstein, musizieren, singen und tanzen rund 500 Mitwirkende. Im Rahmen des Sommerfestes sind auch die obligatorischen Urkunden der verschiedenen Wettbewerbe an die Teilnehmer verliehen worden. Auch für Speis und Trank wurde gesorgt und das Wetter hat auch gehalten. Der Judo-Club Volksbank Kufstein lud wieder zur Tanzmatinee in die Festungsarena. Auch die Stars of Tomorrow, fünf Tanzgruppen aus den USA vom Innsbrucker Tanzsommer, sind wieder nach Kufstein gekommen. Doch vor allem tanzen heute Kindergärtler und Schüler aus dem Raum Kufstein und Umgebung. Wir sind wieder voll belegt mit 26 Gruppen. Auch aus dem bayerischen Raum kommen wieder Gäste aus Raubling. Und da freuen wir uns sehr. Die Gruppen sind bunt gemischt. Alles, was Tanzen liebt, ist auf der Festung vertreten. Und es ist ein großes Glücksgefühl, dass ich diese Veranstaltung machen kann und machen darf. Auch für das nächste Jahr dürfte dem nichts im Wege stehen. Trachtenstolzer, flippig, fetzig, frech, in Kufstein. Urlaubsreif. Wir holen Sie aus Ihrem grauen Alltag.
meine Urlaubsoase im Intal Center Kufstein. Tirols exotische Tierwelt am Fuße des zahmen Kaisers. Erleben Sie 500 Tiere aus 70 verschiedenen Arten. Im Raritätenzoo in Ebbs. Autor und Regisseur bei Grenzland ist Horst Rankl. Herr Rankl, Grenzland ist ja in Rosenheim bereits gelaufen, jetzt in Kufstein. Wie erfolgreich ist das Stück? Ja, also ich kann nur sagen, es ist erfolgreich. Wir haben es in Rosenheim ja schon 8-mal gespielt und wir sind dort sehr gut angekommen. Und wir haben ja letzte Woche die Premiere hier gehabt auf diesem wunderbaren Platz. Und ich glaube, dass wir auch hier gut angekommen sind. Und was die Presse so sagt und was der Zuschauer sagt, ist eigentlich sehr erfreulich. Dann wünschen wir weiterhin toi 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 und noch viele Besucher bei Grenzland hier am Campus der Fachhochschule Kufstein. Musik ist im Sommer generell ein großes Thema in Kufstein, unter anderem dafür verantwortlich der Tourismusverband Ferienland Kufstein mit den Open-Air-Konzerten. In den Sommermonaten Juli und August lädt das Ferienland Kufstein wieder zu den beliebten Open-Air-Konzerten am unteren Stadtplatz. Den Auftakt macht die K&K Postmusik Tirol. An den kommenden Montagen sorgen dann Gruppen wie die Los Hermanos, die Kaiserbergburm und die Dreamcatchers jeweils ab 20 Uhr für gute Stimmung. Und Zünftiges gibt es an den Tiroler Abenden von den Korsarern mit Alpenzunder. Jeweils Mittwochabend lädt die Stadtmusikkapelle Kufstein zu den Platzkonzerten. Und ins Wochenende starten sie am besten ganz gemütlich bei den Brunchkonzerten immer samstags ab 10 Uhr. Außerdem gibt es auch im heurigen Jahr wieder das Operettenvorprogramm am unteren Stadtplatz und in der Römerhofgasse. Alles natürlich bei freiem Eintritt und schönem Wetter. Nähere Informationen zum Programm erhalten Sie direkt beim Tourismusverband Ferienland Kufstein. Stefanie Grieser spielt die Hauptrolle in Grenzland, zu sehen noch bis 24. Juli am Campus der FH Kufstein. Und Kufstein hat sich herausgeputzt für die Entente Florale, diesen großen Wettbewerb. Vor kurzem war die Wettbewerbsjury in der Stadt unterwegs und wir haben diese Jury ein Stück begleitet. Nun ist sie da, die Jury zum Entente Florale Wettbewerb 2013. Am Vortag hat man Söll inspiziert und nun wird die Festungsstadt unter die Lupe genommen. Nach dem Vortrag im Rathaus geht es auf bestimmten Routen durch Kufstein. Wir schauen, dass wir die Stadt so herzeigen, wie es uns gebührt, sage ich jetzt einmal. Wir schaffen sicher nicht alles, aber wir hoffen, dass wir das Beste erwischen und dass sie beeindruckt sind von dem, was wir haben. Die Jury, Fachleute auf dem Gebiet Gartenbau, Landschaftsbau, Tourismus und Architektur, nehmen ihren Auftrag sehr ernst. Die Jury, ja, die nimmt das sehr genau und das finde ich auch gut so. Und wir werden schauen, was dann am 27. September in Belgien rauskommt. Ich hoffe, eine Goldmedaille. Was war am schwierigsten zu realisieren? Die Organisation, dass wirklich alles tadellos läuft. Und ja, aber so wie wir gebaut sind, haben wir das ganz gut geschafft. Ja, das war sicher eine ganz große Herausforderung. Wir haben nämlich viele Feste und Aktivitäten gehabt in den letzten Wochen. Wir haben auch das Hochwasser gehabt, aber ich muss meiner Mannschaft wirklich ein großes Lob aussprechen und einen herzlichen Dank sagen. Mit dem Team kann man natürlich, sage ich mal, die Würze reißen. Und es ist uns wirklich gelungen, wenn man durchgeht, durch die Stadt, durch die Gassen, sind wir wirklich gut aufgestellt. Auch der neu eröffnete Motorikpark ist Ziel der Begehung. Das Wetter hält, es bleibt spannend. Es geht ja nicht allein um den Blumenschmuck. Dieser Wettbewerb geht mittlerweile weit darüber hinaus. Es geht also um nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität. Wir haben also nicht nur die Grünanlagen hergerichtet, sondern gerade wir hier herum, da beim Motorikpark beispielsweise, schaffen wir eine Gegend, in der sich Familien aufhalten können, in der man Sport betreiben kann, Freizeit verbringen kann. Und wir haben einige solcher Plätze, die wir heute zeigen. Und ich glaube, das ist auch international anerkannt. Wie schon erwähnt, wird es sich spätestens am 27. September herausstellen, auf welchem Platz sich Kufstein wiederfindet. Bis dahin heißt es abwarten. Und wieder eine ausverkaufte Vorstellung bei Grenzland. Lust auf Kufstein haben Sie ganz bestimmt immer und heute haben Sie noch viel Lust bekommen auf Theater Lust auf Grenzland, derzeit zu sehen am Campus der Fachhochschule Kufstein, noch bis 24. Juli. Schauen Sie sich das an. In der nächsten Ausgabe von Lust auf Kufstein berichten wir unter anderem von einem Weinfest und Sie sehen eine Vorschau auf den Operettensommer 2013. Bis bald, auf Wiedersehen.